Something strange was happening in that world, too. Huey, Dewey, and Louie decided to go investigate. You took off to find him, because you promised Sid you'd bring him back safe and sound. Also Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Kingdom Hearts kompletten Abschnitt Kingdom Hearts Recoded. Wir sind in Traverse Town angekommen und wollen mal gucken, was wir hier so alles zu tun haben. Sid hat uns ja schon gesagt, dass wir Tick, Trick und Rack finden sollen, die in Schwierigkeiten stecken. Nach Blöcken fragst du? Oh, in Traverse Mitte gab's davon nicht so viele. Die Drillinge meinten aber, sie wollen der Sache auf den Grund gehen. Ich glaube... Ja, sie haben gesagt, dass sie nach Traverse Nord wollen. Dabei wimmelt's da doch nur von diesen Herzlosen. Ah. Ich gehe sie suchen. Wirklich? Danke. Oh, vielleicht kennst du das hierher gebrochen. Danke. Benutze Potions nicht. Ich deny einfach mal das Wort Heiltränke. Benutze Potions, wenn deine Lebenspunkte zur Neige gehen. Vielen Dank, Madam. Mal gucken, was hier sonst noch jemand irgendwie zu sagen hat. Huch. Ha! Kleine Soundlags. In letzter Zeit sind ganz viele Blöcke in der Stadt aufgetaucht. Ich habe sie mir mal etwas genauer angesehen. Ich bin erst reich, kann ich reden. Es gibt anscheinend viele verschiedene Arten. Ha? Ah, ob wieder irgendwo neue Blöcke erschienen sind? Passiert das jetzt jedes Mal, wenn ich mit dem rede? Oh Gott. Huch, sorry. Sorry. Na komm. Die Tür nach Traverse Ost lässt sich nicht öffnen. Ich würde mir die Sache ja gerne genauer ansehen. Aber wegen der Herzlosen komme ich leider nicht hin. Überlass das mir. Wirklich? Das ist sehr nett von dir. Traverse Ost erreichst du über Traverse Nord. Die Tür dorthin befindet sich hinter Sids Laden. Nun... Na, die Tür geht nicht auf. Das habe ich gar nicht versuchen wollen. Ich wollte eigentlich nur die Kamera drehen. Sids Laden. Ja, ich würde mal sagen, wir zerstören ein paar Blöcke, die wir hier so in der Umgebung finden, wenn wir hier was finden. Eine Leiter? Hier war doch... Nee, hier war definitiv keine Leiter, weil das gab es hier damals nicht. Oh... Ach ja, diese Blöcke gibt es. Ja, damit können wir aufs Dach. Warte mal. Ich steige euch aufs Dach, Leute. Oder so. Au, das muss schmerzhaft gewesen sein. Au. Hör mal auf damit. Hups. Achso, aufs Dach geht's nicht. Ach, dann ist es im Moment wahrscheinlich noch nutzlos, bis ich irgendwelche neuen Fähigkeiten kriege oder so. Wir kennen das ganze Spiel ja. Nun, hier kommen wir definitiv nicht zu Traverse Nord. Wobei, war das nicht doch Traverse Nord vielleicht? Vielleicht? Hier kann ich den Block aber benutzen. Erinnert ihr euch noch an diese Feuerwand? An diese Holzwand? Ach man. Jetzt ist Kingdom Hearts 1 Wissen gefragt. Definitiv. Okay. Ich schätze mal, ich muss irgendwie, die Kamera irgendwie drehen kann? Ach, keine Ahnung. Naja, ich muss wahrscheinlich irgendwie auf die, von diesem Hüpfburgblock da auf den rechten Hüpfburgblock und von da aus dann hoch zu dieser Kiste und krieg dann was Schönes. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir gehen erstmal, hier ist nichts. Da unten kann ich auch nicht lang. Okay, gut, gut. Dann gibt es nur einen Weg, den wir gehen können. Zeit mal ein bisschen zu rollen. Wir haben da noch einen Mokel an. Dich erinnere ich mich nicht. Herzlich willkommen, Kubo. Schau rein, wenn du mal wieder zufällig in der Nähe bist, Kubo. Der Mokel-Laden. Hier kannst du deine Taler und Münzen gegen zahlreiche Chips eintauschen oder Chips aus deinem Besitz in bare Münzen umwandeln. Taler benötigst du, um im Mokel-Laden Chips zu kaufen. Du erhältst sie von Gegnern oder aus Kugelblöcken. Mal gucken. Schwertfall, Sturmlauf, Drehschlag. Ja, der übliche Mogri-Händler. Wie viel haben wir denn? Sehe ich das irgendwo? 838.
Ich nehme einmal Feuer mit. Damit wir das gehabt haben. Übrigens wieder derselbe Fehler. Habt ihr das gerade gesehen, wo der Muggel stand? Derselbe Fehler wie bei Kingdom Hearts Days, bei dem Emulator. Da stand Roxas im Pausenbildschirm ja auch immer neben sich. Und der Muggel jetzt hier auch. Wir kommen gleich mal in die Kommandomatrix. Und ich würde sagen, wir werden die beiden Feuer hier mal reintun. So an Feuerstufe 2 und Feuer- und Eisklinge. Gibt das irgendwas? Feuerklinge Stufe 4. Nun, ich glaube, eine Feuerklinge kann vielleicht ganz besser sein als eine Eisklinge. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Im Moment mache ich mir ja noch eher Sorgen um die Performance des Emulators. Von daher. Aber eigentlich sollte nichts so Großes sich jetzt von Days unterscheiden, weil das habe ich ja immer mit demselben PC aufgenommen und alles. So, jetzt sind wir jedenfalls in Traverse North. Das sehen wir hier immer schön auf dem unteren Bildschirm, der bei euch ja der Seitbildschirm ist quasi. Können wir eigentlich... Nein, 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 da können wir nicht rein. Okay, das begrüße ich. Ich mochte diesen Ort noch nie. Mit diesen tausenden herzlosen Kämpfen. Hier in Kingdom Hearts 1. Ah, guckt euch das Männchen da mal an. Haben wir das nicht irgendwo in Wunderland schon mal gesehen? Das hat ja auch sein Gesicht verewigt. So, dort hinten ist noch ein Muggelhändler. So, wie wir sie aus Birth by Sleep und so kennen, wie sie eigentlich immer in dem Shop aussehen. Das eben war nur eine Ausnahme, wie der eine aussah. Also, dass wir den wirklich so vor uns gesehen haben. Ach ja, die Villa mit Kniff ist offenbar auch nicht mehr verfügbar. Hey! Das wollte ich doch gar nicht. Ah, da haben wir noch Blöcke. Aber hier geht es gleich seitlich rein. Guckt euch das mal an. Das ist neu. Wir gucken uns trotzdem erstmal hier um, denn auf der rechten Seite gibt es noch tausende Blöcke. Hier aber auch. Oh. Oh yeah, I remember it too. That's why we met Sora on our first adventure. And also Yuffie, Aerith, Leon too. Wonder how those guys are doing. Interesting. So that's where you three became friends. I got a question for you. When the journal got all digitized, we found the old entries, right? So, does that mean the Pluto that woke Sora up is the Pluto that's just made of his data? Why do you ask, Goof? Well, I'm wondering if there are data versions of all of us inside there, too. Huh. That's a good question. Jiminy, what do you think? I'm afraid, Your Majesty, that I don't actually have an answer to that question. As you know, the bugs are blocking our access to all of the data. It's quite possible that the entire data world has been fragmented, and that it's not a whole entity like we first thought. We just haven't figured it out. Wait! It's okay! Sora is a hero! Oh, yeah! You're right. I'm sure Sora will lead us to the answer. Ah. Hilfe! Hilf mir, Spieler! Sora ist unten, aber ich guck dich an! Gar nicht gut. Ich muss ihm helfen. Dann machen wir das doch gleich. Huch, ich habe mein Feuer gleich mitgeschossen. Das geht aber auch super schnell hier. Das war's schon. Hey, noch ein Feuer. Alles in Ordnung? Sag mal, bist du vielleicht Tick? Ja, genau. Meine Brüder und ich wollten herausfinden, woher diese Blöcke kommen. Und wo sind die anderen beiden? Wir haben uns aus den Augen verloren. Ich gucke immer nach oben, deswegen habe ich sie nicht gesehen, als sie vor mir herliefen. Der Himmel war viel interessanter. Aber ich habe gehört, sie wollten die Hintergasse überprüfen. Alles klar. Dann werde ich da mal hin nachsehen, ne? Ich bring dich hin. Ah! Oh nein, ein Schwabbelfang. Bleib zurück. Eine Ado-Wampe. Er ist einfach mal der Bossgegner hier. Wir kennen das Spiel, nicht von vorne angreifen, einfach von hinten angreifen. Da ich langsamer bin, agiert er insgesamt auch langsamer.
Und wir haben hier wieder Schattenburchis. Schon wieder habe ich mein Feuer hinten dran geschossen. Das passiert irgendwie so schnell. Aber ich bin der Meinung, ich drücke nur einmal Dreieck. Ach, egal. Bam, bam. Wie Tick immer noch da hinten steht, habt ihr das gesehen? Der hat sich nicht einmal von der Stelle bewegt. Aber Sora stand hier hinten. Die haben wahrscheinlich sich von einem Ende der Gasse zum anderen hin angeschrien. Und Tick guckt währenddessen die ganze Zeit in den Himmel. Da seht ihr es. Von vorne nicht angreifbar. Das alte Spiel. Okay. Sie machen wieder ihren Bauchplatscher. Ebenfalls das alte Spiel. Diesmal habe ich es gedrückt. Get ready. Der Finalabschluss. Gibt's hier ein Nest von denen? Ach ja, rote Kleidung. Also Tick. Trick und Track suche ich. Warte du bei Sid auf uns. Okay. Ach ja. Hier, das ist für dich. Was ist das? Das habe ich unterwegs gefunden. Ziemlich cool, was? Ich schenk's dir. Ja, danke auch. Will er mir Müll hinterjubeln? Also gut, auf zur Hintergasse. Naja, das wäre das Spiel aus Kingdom Hearts 1, wa? Sei froh, dass du nicht im Birth by Sleep bist, sonst müsstest du mit denen noch Eiscreme fabrizieren. Oh Mann. Tja, und da hinten gibt's... irgendwo die Leiter, mit der ich nach oben komme vielleicht, weil... hier sind Blöcke. Okay. Ich komme hier wirklich nicht hin. Wie mies. Da ist so ein Fähigkeitenblock. Das ist mies. Come on, game. This isn't funny. Naja, egal. Schattendurchis kloppen. Das wirkt doch immer am besten, um Frust abzubauen. So, wir haben hier aber insgesamt wirklich bloß die normalen Blöcke und nichts anderes. Diese einzige Fähigkeitenblock, den ich gesehen habe, war auch schon da hinten. So, und hier geht es doch eigentlich zur Hintergasse. Ich sollte mich zuerst in der Hintergasse umschauen. Eigentlich ist das doch der... Oh. Wobei, nein, war das... Das war nicht, oder? Da muss ich doch eigentlich zur Villa durch. Egal. Mir ist jedenfalls schon klar, schon lange klar, dass der Weg hier hinten in Wirklichkeit zur Hintergasse führt. Zur Gasse geht's vermutlich dort. Und Tick hat nach der letzten Attacke einfach mal vergessen, mir zu zeigen, wo das Ding ist. Oder dachte, ich kämpfe zu schlecht und hat sich gesagt, nö, das lasse ich nicht zu. Hallo, kann mich jemand hören? Klang, als hätte jemand gerufen. Vielleicht einer der Drillinge. Was für eine Pose, Sora. Was für eine Pose. Ich wollte gerade sagen, schalt bitte auf die Karte um. Zum Glück sind die so Tetris-mäßig, dass sie nach unten fallen, wenn ich welche von unten anschlage. Sonst hätte ich Probleme, die alle zu dezimieren. So, und jetzt sind wir wieder hinter diesen ganzen Kistenhaufen, den wir ja schon gesehen haben, in der anderen Traverse-Stadt. Ihr wisst schon, Traverse-Mitte. Dann wollen wir mal einen Plattformer spielen. Und wofür existiert das da? Damit ich auf die Balkone komme, oder wie? Ah, da ist er auch. Ich muss auf die Balkone. Hier bin ich! Interessant. Daran erinnere ich mich gar nicht, aber ich habe das Spiel auch auf Japanisch gespielt. Da ist mir das nicht so aufgefallen. Okay. Hallo, ist da wer? Muss ich den die ganze Zeit vorlesen, weil der einfach nicht ruhig sein kann? Oh Mann. Au, hab Feuer. Dabei bist du weit besser bedient. An diesen Gang hier erinnere ich mich gar nicht. Existierte der schon immer? Hey, da sind ja noch mehr. Da sind viel mehr gespawnt. Unfair. Kämpf mal eins gegen eins hier, Lurche. Okay, und damit kommen wir dann hoffentlich zu einem Fähigkeitenblock, weil ich hätte gerne Fähigkeiten. Das ist einer. Sehr schön.
Bitte sag mir auch, dass ich ihn erreichen kann. Das Rendern dieser Parts, nur eine kleine Info nebenbei, das Rendern dieser Parts ist das mühsamste. Es dauert ein bisschen länger als normale Parts zu rendern. Aber da bei normalen Parts das Uploaden das längste ist, kann ich diese hier schneller hochladen. Was das bedeutet, ist klar, die Folgen werden ein bisschen länger. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, aber sicher ist sicher. Lebenspunkte 2. Wir gucken mal gerade, ob meine Statusmatrix irgendwie gewachsen ist. Ja, seit dem letzten Boss ist sie gewachsen. Die Platine erweitern. Auf der Matrix-Platine werden neue Bereiche freigeschaltet, wenn du eine Welt abschließt. So kommen ständig Prozessoren hinzu, an die du nach Belieben Chips setzen kannst. Kabel. Okay, Chips können auch über Kabel mit Energie von einem Prozessor versorgt werden. Einige Bonus-Booster müssen über zwei Kabel mit Energie gespeist werden. Doppelkerne. Ja, es gibt auch Dual-Core. Wenn du zwei Prozessoren mit Chips verbindest, erhalten die Chips zwischen ihnen zweifache Energie und verdoppeln ihre Wirkung. Das lohnt sich mit einigen Chips besonders, setzt sie daher weise. Mit anderen Worten, ich werde das ignorieren. Ich meine weise. Ich bin nicht in der weisen Form. Lebenspunkte erstmal. Alles andere werden wir dann später machen. Backchips? Bugchips sind von Bugs befallen und blockieren Steckplätze. Setze einen Debugger ein, um sie zu entfernen. Aber ich habe keinen. Dazu kommen wir später. Was ist mit meinen Kommandos? Feuer levelt auf. In den Heiltrank kann ich auch nichts einsetzen. Okay, dann werden wir Feuer einfach weiter aufleveln müssen nachher. Oh Mann, ich bin ein Springass. Egal, das war nur so ein blöder Bugblock. Ich glaube, da buggen wir uns weg von und gehen einfach mal direkt zu... Trick? Trag mal der Grüne, oder? Ich komme immer durcheinander bei den dreien. Also ich kann schon verstehen, dass Sora gewisse Probleme damit hat. Hoffentlich sagt er mir nicht, zerstöre alle Bugblocks! Und ich laufe hier an allen vorbei und springe da vorbei. Hi! Danke! Ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben. Keine Ursache. Blaue Kleidung trägt nämlich an, ja? Na, geht's dir gut? Ja, danke. Mir ist nichts passiert. Hier, nimm das als Danke für deine Hilfe. Blitz? Als wir die Blöcke untersucht haben, habe ich außerdem... es ist weg! Was ist weg? Mein Fundstück! Mir wohl in Traverse Nord runtergefallen. Ich muss es sofort suchen gehen. Hey, warte auf mich! Hier entlang! Schnell! Danke. Ist einfach runtergesprungen, ne? Blitz können wir gerade eh nicht einsetzen, werden wir aber bei Zeiten. Also ja. Nebenbei, wir werden nicht immer nur drei Kommandos haben. Genau wie in Birth by Sleep wird sich das irgendwann auch erweitern. Wo genau ist er jetzt eigentlich durch? Da hinten war er, ne? Kam mir so vor, als würde er in die andere Richtung laufen. Fehlanzeige! Dabei war ich mir sicher, dass ich es hier verloren habe. Du solltest hier nicht alleine rumlaufen. Das ist viel zu gefährlich. Ach Quatsch! Mir passiert schon nichts. Herzlose! Genau das ist doch der Grund, warum du dich auf einen Balkon versteckt hast. Gott verdammt, du lernst es wohl nicht. Bring dich in Sicherheit. Ich meine ernsthaft, versteckt dich auf einem Balkon vor Herzlosen und sagt zwei Minuten später, ach, mir passiert schon nichts. Oh ja, ganz sicher. Das glaube ich ihm aufs Wort. Jetzt habe ich den Heiltrank aus Versehen eingesetzt. Das war sehr schlau. Ist mir das nicht mit dem ersten auch passiert? Oh Mann. Ich hoffe wirklich, dass ich ein generelles Heilungskommando bekomme, was ich dann nicht verliere, wenn ich es einsetze. Naja, ich weiß schon, dass ich sowas kriegen werde, aber bitte schnell. Und jetzt stirbt Schwabbelfang. Schön, dass meine Kombo-Abschlüsse die Schatten durchaus sofort erledigen. Wir kriegen bald unseren Abschlussfinisher. Oder auch nicht.
Du solltest besser auf mich hören. Aber ich wollte mich doch nur bei dir bedanken. Trick, du musst sofort zurück zu Sitzladen. Aber der Gegenstand. Nachher findet ihn noch jemand anderes. Du gibst doch schnell nicht auf, was? Also gut, ich bin gleich wieder da. Warte hier. Aber bei Gefahr läufst du weg, klar? Klar. Warum zur Hölle läuft er nicht schon mal zu Sid, während ich hier gucke? What the? Okay, es war hier hinten. Oder hier hinten? Oder hier? Sehr schön. Dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal ein. Kleine Musiklags, dafür entschuldige ich mich. Was passiert? Oh mein Gott. Ich erinnere mich an euch. Das da sind Blockwürmer. Kernblock heißt es. So ziemlich die nervigsten Gegner, die es hier gibt. Sie können dann so schnell Sachen abziehen. Kämpft einfach gegen den Block, der ganz vorne ist. Damit könnt ihr den Gegner schaden. Hätte nicht gedacht, dass Feuer ein bisschen Schaden macht, weil eigentlich ist das Ding ja eher so, ich verwandle mich selbst in Lava-Block. Mäßig drauf. Autsch, klappt nicht. Oh, das ist schön. Wenn wir das haben, da können wir nämlich eigentlich all seine Blockschlangen abschlagen. Und ihr seht, daraus extra viele Taler sammeln. Oder wie heißt das hier nochmal? Naja, im Prinzip war es das jetzt in dieser Gegend und wir können gleich weiter auf die nächste Ebene. Wenn hier keine Blöcke mehr zum Schlagen sind, bin ich auch sofort weg. Okay, Feueramulett könnten wir kriegen. Wir könnten aber auch noch Feuer- und Sturmlauf kriegen, Erfahrungspunkte oder Taler. Oder Magie und Leben. Ich gehe erstmal auf die beiden und dann auf das Feueramulett. Und dann könnten wir noch einen Sturmlauf gebrauchen. Und für den Rest nehme ich dann Erfahrungspunkte. Taler sammeln sich automatisch. Oh, da bist du ja wieder. Zum Glück ist dir nichts passiert. Und hier, sieh mal. Ich hab's gefunden. Ja, freut mich für dich. Noch ein Tetris-Block. Glitzer, klasse, nicht? Ich geb's dir für deine Hilfe. Hey, dieses Fragment. Oh, es scheint zu einem anderen zu passen. Und sie könnten ein Dreieck bilden. Das Triforce. Stimmt, wie zwei Puzzlestücke. Oh. Ob sie früher mal zusammengehört haben? Kann schon sein. Falls ja, fehlen aber noch Teile. Lass sie uns suchen gehen. Du hast doch gerade erst gesehen, wie gefährlich es hier ist. Bei Sid bist du besser aufgehoben. Ich will aber auch mit. Um die restlichen Fragmente kümmere ich mich. Warte du bei Sids Laden, okay? Na gut. Nicht so schnell. Sids Laden geht's in die andere Richtung. Aber ich kenne eine Abkürzung. Ich traue dem Braten nicht. Also gut, ich bring dich erst mal zu Sid. Und dann laufe ich ihn weg. Begleite Tick zu Sid. Ich glaube, ich sitze diese Session bald mal aus. Dann können wir ja vielleicht noch ein bisschen was in den Mokeladen investieren. Vielleicht. Ich guck noch mal, vielleicht ist hier jetzt mein, ihr wisst schon, Block frei. Auf jeden Fall kriegen wir noch ein bisschen Erfahrung mit. Wir müssen noch gucken, ob wir vielleicht mal ein paar Kommandos wieder verschmelzen könnten. Nee, da hinten hat sich noch nichts getan. Okay, dann bleiben wir erstmal weg davon. Die anderen Blöcke finde ich jetzt auch nicht so spannend. Da machen wir nichts. Aber ich kann ja mal in der Statusmatrix jetzt, meine neuen Teile einsetzen.
Lebenspunkte 2. Was ist denn das für eine Fähigkeit? Das sehen wir erst, wenn wir es haben. Ich würde sagen, dann arbeite ich darauf zu. Nuller-Chips lassen wir erstmal. Ich weiß jetzt nicht, welche Chips weise wären, in die Verdoppler zu setzen. Mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt schon wieder? Über 1300. Ich kaufe mir mal 3 Heiltränke und 2 Drehschläge. Ich denke mal, das kann man machen. In der Kommandomatrix. Das können wir jetzt umwandeln. Sehr schön. Sturmlauf ist immer noch eine Feuerklinge. Mit Drehschlag haben wir Feuer. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Die haben wir jetzt Feuerstufe 2. Als neues Kommando. Und hier haben wir einen Hitzlauf. Hier haben wir einen Feuerwirbel. Ich glaube, den Feuerwirbel können wir gerne mal machen. Hier haben wir jetzt einen Heiltrank eingesetzt. Ich lasse den erstmal noch weg und setze hier einen Blitz ein. Was ist das mit Feuerblitzra? Okay, Feuer haben wir genug, also machen wir da, arbeiten wir darauf hin. Ich weiß, es geht jetzt sehr schnell mit Radzaubern, aber die leveln dann hier in sich auch nochmal auf. Und das ist dann auch nochmal so eine Sache für sich, wo sie dann Punkte sammeln müssen und stärker werden müssen. Mit anderen Worten, sie sind gar nicht so stark. Wie komme ich da hoch? Oh Mann. Hey, Trick. Alle Federn noch dran? Ja, mir geht's gut. Wo hast du dich rumgetrieben? In der Hintergasse. Und Trag? Ich dachte, der wäre bei dir. Vielleicht steckt er in Travers Ost. Ich belästige dich ungern, Sora. Aber könntest du vielleicht in Travers Ost nach dem Rechten sehen? Klar, kein Problem. Ich bin noch eh auf der Suche nach etwas. Und das wäre? Es geht um diese Fragmente. Seltsames Material. Ist mir völlig neu. Die haben wir gefunden. Bestimmt gibt es in der Stadt noch mehr davon. Und was soll passieren, wenn man alle hat? Keine Ahnung. Bestimmt was Cooles. Ja, ganz bestimmt. Ah, das finden wir schon noch heraus. Ich halte die Augen offen, während ich Trag suche. No? Danke, Sora. Ja, das könnte sich vielleicht als nützlich erweisen. Oh, Rauschkombo. Du hast einen neuen Abschlusschip erhalten. Lege ihn in der Ausrüstungsmatrix zum Hauptmenü an. Pass auf dich auf, Sora. Werde ich. Okay, dann gucken wir mal in der Ausrüstungsmatrix. Den Königsanhänger. Hier haben wir noch den Offensivreifen. Wir könnten ihn auf den Feuer. Nee, der Feuerreif ist erstmal uninteressant. Hier habe ich nur einen Nullchip. Wo machte ich das nochmal? Wechseln. Bildschirm umschalten. Ach ja, hier. Wallum, eiserner Wille. Aha. Deine Magiekommandos werden nicht mehr unterbrochen, wenn du Schaden nimmst. Ich glaube, das könnten wir so machen. Jetzt kriegen wir das Angriffs-Upgrade nicht, aber das ist schon okay so. Hier können wir noch sehen, was wir alles so haben. Ich denke schon, das passt schon. Aber das Abschlusskommando sehe ich hier nirgends. Ach, egal. Werden wir schon sehen. Nun gut, für diesen Part ein klein wenig machen wir noch. Aber nur ein klein wenig. Wir werden wahrscheinlich schon im nächsten Part Travers Town abschließen. Weil vielmehr ist die Fragmentsuche ist da nicht. Wir werden noch andere Events haben. Zum Beispiel hier. Nanu, hier war doch bis gerade noch eine Tür. Wie soll ich denn jetzt nach Travers Nord kommen?
Erinnert mich an die Brücke auf der Insel. Falls das hier auch so eine Anomalie ist, dann muss ich die Ursache finden. Okay. Und die Ursache ist merkwürdigerweise schon ein bisschen weiter weg. Hier. Habe ich dich. Oh Mann, ausgerechnet in einem Laden. Aber da gucken wir uns im nächsten Part um. Danke fürs Zusehen. Kommentiert nicht vergessen. Dragline ist on my out und wir haben Feuer. Tschüss.